Los geht's mit der Mittelkonsole. Entfernen Sie als erstes die Blende am Aschenbecher. Dann haben Sie von unten Zugriff auf das Mittelbedienteil. Erst vorsichtig unten herausziehen und dann leicht nach oben drücken. Jetzt können Sie das Bedienteil abnehmen. Die elektrischen Steckverbindungen müssen getrennt werden. Am Aschenbecher befinden sich zwei Schrauben, die entfernt werden müssen. Erst dann kann der Aschenbecher vorsichtig herausgezogen werden. Auch hier ist eine Steckverbindung, die Sie abstecken müssen. Ist das geschafft, widmen Sie sich dem Getränkehalter in der Mittelkonsole. Mit einem Montagekeil muss erst die Plastikverkleidung entfernt werden. Dann sollte Ihr Blick auf zwei Schrauben fallen, die herausgedreht werden müssen. Jetzt kann der Getränkehalter herausgenommen werden. Aber Achtung, auch hier gibt es wieder eine elektrische Steckverbindung. Im Einbauschacht befindet sich eine Klammer. Die muss ebenfalls heraus. Die nächsten Schrauben, die gelöst werden müssen, befinden sich im Staufach. Vorne, unter dem Einbaufach des Aschenbechers, gibt es auch noch zwei Schrauben. Heraus damit! Für den Ausbau der Mittelkonsole müssen sich die Sitze in ihrer hintersten Position befinden. Die Mittelkonsole ist auch an das Bordnetz angeschlossen. Lösen Sie alle Steckverbindungen. Jetzt kommt der Moment, in dem Sie die Mittelkonsole endgültig herausnehmen können. Ziehen Sie die Konsole vorsichtig nach hinten heraus. Und so sieht der Innenraum des GL ohne Mittelkonsole aus. Weiter geht's mit dem Ausbau der Armaturentafel. Zuerst muss vorne an der A-Säule die Gummidichtung herausgezogen werden. Anschließend entfernen Sie die Verkleidung der A-Säule. Jetzt ist das Kombi-Instrument an der Reihe. Fahren Sie erst die Lenksäule ganz aus. In diesem WIS-Dokument finden Sie die Bestellnummer für die beiden Ausziehhaken, mit denen Sie das Kombi-Instrument herausziehen können. Achten Sie auch hier wieder auf die Steckverbindungen. Am Öffnungshebel für die Motorhaube befindet sich die nächste Schraube, die gelöst werden muss. Jetzt ist die Abdeckung unter der Instrumententafel an der Reihe. Drei Schrauben müssen hier herausgedreht werden. Auch hier müssen Sie alle Steckverbindungen lösen, bevor Sie die Abdeckung herausnehmen können. An der Unterseite befindet sich noch eine Schraube, die heraus muss. Für den Ausbau der Luftdüsen brauchen Sie ein wenig Fingerspitzengefühl. In jeder Luftdüse gibt es drei Klammern, die mit drei Schraubendrehern gleichzeitig ausgehebelt werden müssen. Aber Vorsicht, nicht, dass die Klammern abbrechen. Wenn die Klammern hineingedrückt sind, kann man die Düse einfach herausziehen. Wir zeigen Ihnen an dieser ausgebauten Düse noch einmal, wo die Schraubendreher eingreifen müssen. Kommen wir zur Schürze an der Lenksäule. Der Montagekeil hilft wieder beim Heraushebeln. Anschließend entfernen Sie die seitliche Abdeckung an der Armaturentafel. Hier befinden sich auch schon die nächsten Schrauben, die herausgedreht werden. Dann muss noch eine Schraube an der Seite der Mittelkonsole weg. Und anschließend noch die Schrauben am Einbaurahmen der Mittelkonsole. In der Aussparung für die Luftdüse befindet sich ebenfalls noch eine Schraube, die gelöst wird. Im Einbauschacht vom Kombi-Instrument befinden sich zwei Schrauben für die untere Abdeckung. Die müssen herausgedreht werden. Dann können Sie die Abdeckung vorsichtig herausziehen und alle Steckverbindungen lösen. Hängen Sie auch den Baudenzug aus. Nun zur Beifahrerseite. Wenn ein CD-Wechsler vorhanden ist, klappen Sie den hoch und entfernen Sie die seitliche Abdeckung.
Unten schrauben Sie jetzt drei Schrauben an diesen Stellen heraus und nehmen die untere Verkleidung ab. Jetzt ist das Handschuhfach dran. Hier auch alle Schrauben herausdrehen und die Steckverbindungen lösen. Achtung, links an der Seite befindet sich der AUX-Anschluss. Am Rahmen des Einbauschachtes der unteren Mittelkonsole sind auf der Beifahrerseite zwei weitere Schrauben. Zuletzt noch die zwei Schrauben an der Seite der Mittelkonsole entfernen. Im folgenden Schritt können Sie das Command ausbauen. Dazu lösen Sie die zwei Schrauben auf den silbernen Klammern direkt unterhalb des Gerätes. Die Klammern einfach herunterziehen. Dann kann das Command herausgenommen werden. Lösen Sie hier auch alle Steckverbindungen. Nun wird der Halterahmen für das Command und das untere Bedienfeld entfernt. Den Plastikrahmen vorsichtig herausziehen. Klemmen Sie als nächstes die Batterie ab. Achtung! Beim Anklemmen der Batterie muss die Schraube mit 6 Newtonmeter angezogen werden. Die noch verbliebenen drei Luftdüsen müssen ebenfalls weichen. Wie das geht, wissen Sie ja. Hier gibt es noch einen elektrischen Anschluss. Diese Verbindung ebenfalls trennen. In der Mitte auf der Armaturentafel befindet sich ein Lautsprecher. Mit dem Montagekeil hebeln Sie den vorsichtig heraus und stecken die elektrischen Verbindungen ab. Auch an der Seite im Lüftungsschlitz befindet sich unter der Blende eine Schraube, die heraus muss. Das gleiche auf der anderen Seite. Der CD-Wechsler wird auch ausgebaut. Nach dem Lösen der Schrauben und der Steckverbindungen können Sie das Gerät herausnehmen. Auf der rechten Seite unter dem Einbauschacht der Luftdüse befindet sich ein gelber Stecker. Trennen Sie diese Verbindung, ein Schraubendreher könnte nützlich sein. Diese Schrauben befestigen die Armaturentafel auf der Beifahrerseite an der Karosserie. Beim Einbau achten Sie hier bitte auf ein Drehmoment von 20 Newtonmeter. Kommen wir zu den letzten Schritten. Das Mantelrohr an der Lenksäule muss jetzt mit einer geeigneten Vorrichtung abgestützt werden. Hier müssen diese zwei Schrauben herausgedreht werden. Beim Einbau müssen diese auch mit 20 Newtonmeter angezogen werden. Heben Sie die Armaturentafel kurz an. Danach müssen die Schrauben wieder hereingedreht werden, damit das Mantelrohr gesichert wird und nicht herunterfallen kann. Das Mantelrohr könnte dadurch beschädigt werden. Es ist Zeit, Ihrem Kollegen Bescheid zu sagen, damit er Ihnen hilft, die Armaturentafel aus dem Fahrzeug zu tragen. Das war's. Der Einbau erfolgt wie immer in umgekehrter Reihenfolge.